Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Sodele, ja, die erste Einnahme sind schon gar nicht mehr so verkehrt. Können wir auf jeden Fall neues Zeichen für Kafer. Gut. Ja, die letzte Episode gestern, die ist so fast eine Dreiviertelstunde lang, war. Ich habe gewusst, dass es lang wird, aber so lang ist schon ziemlich heftig. So, morgen gibt es Windböe den ganzen Tag. Das heißt aber nicht, dass es regnet. Gut, die Sense schlägt zu. Und dementsprechend schlägt auch der Senfkohl zu. Moment, bevor ich jetzt anfange zu wässern. Bevor ich den Kruscht wieder mache. Lever wascht. Löscht der Dorscht. So, gehen wir nach da hier. Schnell in die Höhle. Da ist leider nichts für uns. Gut, zwei super Weizen haben wir noch gekriegt. Zwei gute Weizen ist nicht verkehrt. So, Melkkübel. So, Elsa, jetzt wärst du gemolke. Und du? Ups. Ach, an der Schnut rumgezogen, du kannst du nichts mehr. So. Gut. Jetzt haben wir auch noch zwei normale Milch gekriegt. Zwei Heu. Ihr müsst ja auch Futter kriegen. So, bitteschön. Danke dafür, dass ihr so produktiv seid, ihr gute Kühe. Und gleich mal einen Käse machen wir da. So, ihr dürft raus. Da gehen wir mal hier in den Stall rein. End sollte man es vielleicht auch noch kaufen. Wäre auch nicht verkehrt. So, da Leute, dann erstmal wieder Heu. Und 1, 2 und 3. Perfekt. Ich habe es einfach gern, wenn du mehr auf Reserve ist, wenn du alles voll ist. So, dann hier das Ei noch rein. Dann können wir uns jetzt um die Bewässerung kümmern. Gut. Okay, ich muss dann gerade noch gucken, was für Felder wir noch vollends bestellen müssen. Damit wir das auch noch auf die Reihe kriegen. So, da. Reide mit. Und weiter geht's. Die Kürbisse wachsen ja schon mal richtig gut. Die Kürbisse werden auch das sein, was uns am meisten an Erträge bringt. So. Moment. Ich habe ja noch hier was. Ja, genau. Hier habe ich auch noch was zu erledigen, ihr Kühe. So, da. Dürfte aber gleich leer sein, das Wasser. Jo. Aber zum Glück haben wir ja unseren Brunnen hier schon parat. Ich glaube, das war wirklich eine gute Investition, das Ding hier hinzubauen. So, Pennys Geburtstag dürfen wir dann heute auch nicht vergessen. Ups. Die Gutfrau hat ja heute schon Geburtstag. Deswegen sollte sie auch ihr Lieblingsgeschenk und zwar eine goldene Melone kriegen. So. Preiselbeere. Aber ich glaube, allzu viel muss ich gar nicht mit kaufen. Das sind vier jeweils. Das heißt, da brauchen wir 8. Da können wir 8 Feenrose oder sowas kaufen, wenn man die Kohle dafür hätten. Und die brauchen ja 12 darum zu wachsen. Das ist für Jess dann übrigens das Lieblingsgeschenk, diese Feenrose. Die mag sowas total gern, genauso wie pinke Torte. So, da. Okay, gut. Pinke Torte ist übrigens auch so eins von den Lieblingsgeschenken von Hayley. So, das heißt im Endeffekt, wir brauchen nur 5 Weintraube hätte ich auf jeden Fall ganz gern standardmäßig, weil Weintraube kann ich Vincent ach gut schenke. Das ist eins von seinen Lieblingsgeschenken. Oh, irgendwas ist fertig produziert, wahrscheinlich der Käse oder die Mayo oder beides. So, zwei goldene weiße Eier. Da warte ich noch, bis mal das Ende Hinkel dann noch ein gutes großes Ei produziert. Und nochmal mehr Käse. Sehr schön. Entwickelt sich ja alles prächtig hier auf dem Hof. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden. Höchst zufrieden hier. Das deckt sich alles mit dem, was ich bewirtschaften kann. Die Sprinkler, auch wenn sie nur 8 Felder machen, machen sie doch 16 Energie. Also schonen sie mich doch 16 Energie. Es bringt schon was. So, da. Und sobald ich Goldbarren habe, mache ich auf jeden Fall auch diese Qualitätssprinkler. Die sollten definitiv dann produziert werden.
Gut, Moment, dann wollte ich zumachen, dann sollte ich noch auflassen, damit ich hier noch die Spirale beenden kann. Gut, also, es stehen auf der Liste 5 Weintraube, 4 Feenrose und 4 Amaranth vielleicht noch. So, da wächst ja auch noch ein Kürbis. Also auch nicht vergessen. Ja, das Feld, das schluckt halt schon ziemlich viel Energie. Da sollte ich mal nicht auch mal überlegen, ob ich nicht vielleicht Bock hätte, hier einen Sprinkler reinzumachen und das außerum dann vielleicht per Hand zu bewirtschaften. So. Ein Stähweg könnte auch mal demnächst auch stehen, finde ich. So, da. Dass man zumindest das Feld da drüben nochmal mit dem Stähweg versehen. Ne. Okay. Joink. Und dann hier der Rest noch. So, so. Und so wird ein Schuh draus. Da noch was. Und hier noch was. Gut, dann ist unser Feld auch wieder um 13 Uhr fertig bewirtschaftet. Und wir haben noch 74 Energie übrig. Das ist doch auch nicht verkehrt. So, da. Reiken, der Mais und der Weze. Die Mayo kann auch rei. Käse. Ja, komm. Brauchen wir ja gerade nicht mehr. Und AI hole ich mal schon mal hoch. Dann zu Pierre und zu Mani. Jetzt ist ja kein Sommer mehr. Das heißt, die Sportskanone sind am Dienstag nämlich aktiv. Ah, Abby. Hi, Abby. Ich streite mich zwar viel mit meiner Eltern, aber ich weiß, dass sie nur auf mich aufpassen. Die wollen ja nur das Beste. Keine Ahnung, warum ich ihr das sage. Verrot's aber niemand. Ich doch nicht. Gut. Dann geht's hier wieder rein. Pierre, ich will was Neues. Ah, doch, die Sportskanone sind wieder aktiv. Okay, ich hätte gedacht, das machen die nur im Sommer. Na gut, wieder was gelernt. So, Feen und Amaranth und Weintraube. Okay, da holen wir uns erstmal 5 Stück. That's for sure. Dann Amaranth. Holen wir uns 4 Stück. Und von der Feesaat kriegen wir auch noch 4. Perfekt, damit haben wir jetzt tatsächlich unser ganzes Felder schon aufgefüllt. Das finde ich persönlich sehr gut. Jetzt bleibt kein Feld mehr trocken im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gucke ich noch, dass ich Penny irgendwo finde. Ja, die kann ich leider nicht mitnehmen hier. Vielleicht ist Penny oder Ham. Nee. Penny ist nicht daheim. Dann ist er vielleicht in der Bibliothek. Oder sonst wo. Soll ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich sie finde. Ah, du kommst ja, jo. Du kommst ja, jo. Hier ist der Geburtstagsgeschenk. Komm her. Aber nicht so, dass ich dich nicht treffe. So, hier. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Dankeschön. 4 Herze habe ich schon. Perfekt. Ich gebe halt Vincent und Jess noch Hilfe. Ich kann anstrengend sein, aber es ist schön, im Leben von einer Reihe bis zu bewirken. Gut. Dann dürfte ich jetzt 2 Herz-Event eigentlich auslösen, sobald ich hier rauskomme. Clinty, ich will, dass du mir 2 Geoden aufbrickst. Was ist denn das? Schlammstein, voll Teufel. Und Lehm, gut. Alle hopp. Ja, jetzt renne ich hier mit dem Schlammstein durch die Gegend. Nee, anscheinend nicht. Okay, ich hätte gedacht, ich löse das Event hier aus. Schauen wir mal, ob wir Schlammstein schon abgeben haben. Ja, ich habe nichts zu geben. Okay. Dann also wieder zurück auf den Hof und der restliche Kruschnorei-Pflanze. Perfekt. Da war das richtig erfolgreich. Mit Penny habe ich dann wahrscheinlich gleich nur 3 Herze gewonnen. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt, wirklich. Hallo, ihr Vöglein. Tschüss, ihr Vöglein. Daily Quest haben wir auch nicht gerade, oder? Nö. Kenny parat. Ala hopp. Das ist halt das, wenn da nichts aushängt. Ja, gut. Dann können wir jetzt theoretisch auch nochmal auf die Suche nach sammelbarem Zeug gehen. Ah, nee. Mir fällt ein, ich brauche ja noch mein End. Ich will doch noch meine Ente haben. Aber ich glaube, da komme ich halt nämlich dran. Wobei, nee, Quatsch, Mani ist ja noch am... Ich bringe alles durcheinander. Mani ist ja noch beim Sport, das wird also nix. So, der Dreck kann da rein. Der andere Dreck kommt hier rein. Mayo holen wir uns noch ab. Und produzieren gleich ein neu. Und da haben wir nochmal Käse. Ganz normaler. Okay. Gut. So. Machen wir gleich mal hier. Okay.
Ah, hier haben wir sogar noch mehr. Ha, Motor. Da kannst du sogar noch mehr machen. Na gut, dann machen wir die Feensaat erstmal. Die Fee hätte ich... Ach, du gehst sogar wirklich noch mehr. Verflixt nochmal. Da geht man ja wirklich sehr viel aktiv flöte. Verdammt nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da gehen 6 Stück rein. Gewitter erleid. Da habe ich mich stark verkalkuliert. Wobei, wir können ja du auch hier noch... Moment. Nee, ich habe mich nicht verkalkuliert. Ich habe den Weg nämlich noch mit eingeplant damals. Da habe ich mich nicht verkalkuliert. Okay, warte mal. Das heißt, wir holen uns das Ding jetzt noch und machen hier noch NC34 und setzen den Weg dann noch. Erstmal hier, 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe doch gewusst, dass die Rechnung aufgeht. Also, ich war jetzt etwas enttäuscht gerade. Hab gedacht, ach du Liebezeit, aber nee. Der Weg schluckt ja natürlich auch noch was. So, dann hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Dann können wir... Die hätte ich ganz gern hier gepflanzt. Und die Amaranth hätte ich ganz gern hier gepflanzt. So, das ist eigentlich wie Weeze, nur in Violett. So, das Zeug kommt da hier. Das dort hier. Ja, perfekt. Perfekt. Und da haben wir das winzige Stückel auch noch genutzt. Das finde ich großartig. Gut, das Zeug kommt hier rein. Und da kommen jetzt hier die Weintraubestöckerei. Die Rewe pflanzen wir gleich mal hier ein. Und zack, zack und zack. Gut, 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 gut. Entwickelt sich ja alles großartig hier auf dem Feld. Gut, dann hätte ich des Weiteren noch ganz gern hier. NC 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mindestens. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann machen wir nochmal welche. 3, 4, 5. Einfach nur sicherheitshalber. 1, 2, 3, 4, 5. Stäbe wollen wir ja nicht verschwenden. Dann noch einmal 2 und dann dürfte es das gewesen sein. Da ist das jetzt nämlich auch mal endlich befestigt hier. Sau gut, oder? Sau gut. Und dann geht es hier direkt weiter. Moment, da ist noch was entstanden. Oder? Nö. So, die sind drin. Das heißt, Klappe zu, Huhn tot. Aber hier ist was entstanden. Und hier, ach, Klappe zu, Kuh tot. Perfekt. Leverwurst ist irgendwo hier entschwunden. Jetzt ist alles hier befestigt, was ich wollte. Und da wäre es etwas... Wisst was? Wir machen hier trotzdem ein paar... Hier, zumindest an die Seite. Machen wir zumindest mal 10 Stück hier an die Seite. Einfach nur als gutes Zeichen, dass das hier ab sofort befestigt wird. Und NC 3, 4... 3 natürlich nur. Und NC 3, 4, 5, 6... 7 Stück dürften reicher. Dann haben wir zumindest schon mal die Seite und hier ein bisschen was befestigt. Machen wir nochmal 1, 2, 3, 4 einfach. 1, 2, 3 und 4. Dann ist alles bis auf diese kleine Kürbissaat hier noch befestigt. Und der Rest kommt mit der Zeit. Gut, gut, gut. Ich bin zufrieden. Ich hoffe doch ihr auch. So, der kommt rein. Die zwei kommen hier rein. 50 glatter Stähe an der Zahl haben wir hier. Moment, Lehm kommt auch noch rein. Käse hier rein. Okay, gut. Dann bin ich soweit auch durch mit allem. Kann höchstens nochmal gucken, was hier an Zeichen nochmal gewachsen ist in der Zwischenzeit. Und kann hier nochmal ein bisschen Holz hacken. So. Einfach nur, dass der Weg hier auch sauber ist, begehbar bleibt. Ah, das war das, was noch spontan aufgeploppt ist hier, der Ahornsirup. Gehen wir vielleicht noch mit der bisschen Energie, die wir haben, ein paar Stäbbrecher. Sofern hier welche spontan entstanden sind, wäre es natürlich nicht verkehrt, noch ein paar Stäbe uns zu holen. Ah, Geode war auch noch dabei. So, joink. Hier ist nichts an großer Stelle mehr entstanden. Schade, schade, schade. Ja, da habe ich immer Angst, wenn ich das Ding fällt, dass es irgendwo reinschwappt. Und dass uns das verloren geht. Das wäre sehr schade drum. Na gut, dann hacken wir halt noch ein bisschen Hartholz. Kann ja auch nicht schade.
8 Hartholz ist nie verkehrt, aber hier wächst das Holz ja auch wieder wie bekloppt, die ganze Bäm. Irgendwann können wir auch bestimmt mal Baumschule machen, bin ich sehr stark dafür. Hier hätte ich ganz gerne die Stäbrecher. Hier war noch ein Stück Kohle, das entgeht mir alles nicht. So. Und das bisschen an Holz einfach noch. Viel Hämmer dann. Okay, für das bisschen reicht's noch. Einfach, dass es nicht hier so wild rumfliegt, das ganze Zeug. So, Dela. Okay, warte mal. Auch wenn es eine Faser gibt. So. Machen wir das hier rein. Und der Rest ist gut. Da können wir mal. Ich guck gerade mal, was wir an Pfade haben. Schotterpfad. Ne, da holen wir uns irgendwo so einen schönen Stäbpfad. Ein anderer, den wir als Rezept kriegen. Und legen den dann hier als Pfad aus. So, das kommt hier rein. Das hier und hier und hier und hier. Sehr schön. Warte mal. Der kann auch hier rein. Und die Geode heben wir auf. Alle hopp. Tag vorbei. Morgen ist, glaube ich, nix, ne? Nö. Morgen ist frei. Aber in der nächsten Episode übermorgen haben wir dann Eliot als Geburtstagskind. So. Dann erstmal hier rein mit uns. Ja, klar, ein bisschen gibt's wieder was zur Ernte. Das, was an Mais halt noch so rauskommt, das können wir glücklicherweise wirklich schon verkaufen. Das heißt, ganz pleite sind wir hier nie. Das finde ich immer gut. Da habe ich jetzt gerade eben nochmal drauf geguckt, aber das ist dieser Standardgang immer morgens. Königin der Soßen. Omelette wissen wir schon. Was sagt das Wetter? Neue Windböe wieder, also wie heute im Prinzip. Sieht man ja dann hier dargestellt. Okay, Mani. Hallo Ackermann, ich hätte mein Kiel gern spezielle Leckerbisse gönnen. Sie sind so gute Mädler und Hände. Ach, Hunger. Könntest du vielleicht ein bisschen Amaranth bringen? Die lieben das Zeug. Danke, Mani. Ja, gut, dass wir hier abbauen, ne? So, Weintraube-Gelee und Blaubeere-Gelee haben wir jetzt. Da gucke ich natürlich im falschen Ding drin. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch machen könnten. Ah, was wir auch noch machen könnten, ist folgendes. Wir holen uns eine Tomat und holen uns Radiesler. Damit kann man nicht nur Gelee machen, damit kann man auch Eigelegtes machen. So, das Zeug wird verkauft. Wir machen jetzt ein bisschen eingelegtes Gemüse. So. Radiesler und Tomate können rein, da können wir wenigstens ein bisschen Eigelegtes noch machen. Und wir fangen natürlich wieder mit unseren Tiere an morgens. Nicht vergessen. Servus, Leverwurst. Und dann nochmal hier reingucken. Eventuell ist ja wieder was fürs Gemeindezentrum drin. Nö. Schade, schade. Dann gehen wir hier wieder rein. Hier werden wieder gemolken. Da frene ich schon eine ganze Tag drauf, ich weiß. So, Dalla. Dann Heu wird noch gefüllt. Und heute wird auf jeden Fall mal ein End gekauft. So. Dann rei hier. Ja, zwei große weiße Eier, das freut mich auch. Heu kann mal wieder noch gefüllt werden. Und nach wie vor noch ein großes braunes Ei. Ja, wenn es das Herz voll hat vielleicht. Okay. Klappe raus. Klappe auf, Hühner raus. So rum. Und dann machen wir hier wieder weiter. Business as usual. Aber heute geht es auf jeden Fall zu Mani. Ich würde ganz gern um 9 Uhr schon da aufschlagen, um mein Clanny End zu holen. Da hat mir meine Schwester schon einen Namensvorschlag gemacht. Das Tier wird dann... Ah, ich sag's euch dann, wenn es soweit ist, wie es Hese wird. So. Das sieht doch alles schon super aus hier. Und ich bin so froh, dass wir jetzt den Zwischenraum hier auch endlich mal nutzen konnten. Das ist halt nur entstanden, weil du die Zäune halt einen Durchgang gebraucht hast. Weil der Holzzaun abgeschimmelt ist. Aber trotz allem, ich finde es großartig. So wie es ist, ist es echt gut. Und so können wir auch immer noch ein bisschen was nutzen davor. Zumindest für solche kleine Saisonsache können wir das prima nutzen. Ach Gott, episches Tiergekämpfe hier. Braucht man dann diese Star Trek Musik immer, wenn man sowas sieht. Dieses das wird sich hier prima abbieten bei so einem Tierkampf. Wobei das ja dann wirklich ein Kampf ist. Die versuchen einfach nur aneinander vorbeizukommen und keiner lässt der andere durch. Okay.
Also die Herbstmusik, muss ich auch sagen, finde ich eigentlich auch sehr ruhig, sehr melancholisch. Jetzt ist natürlich nichts mehr dort zu hören, natürlich. Aber das, was man jetzt am Anfang von der Episode gehört hat, es ist so ein bisschen melancholisch, es ist etwas ruhiger, das Ganze. Also auch die Herbstmusik, muss ich sagen, hoch, warte auf. Ach, die Herbstmusik gefällt mir ganz gut, ist sehr stimmungsvoll für die Jahreszeit. Aber die Bestmusik hat einfach das Sommer. Obwohl das Sommer persönlich überhaupt nicht meine Lieblingsjahreszeit ist. Ich mag das Sommer absolut nicht. Aber ja, zumindest großteils mag ich das Sommer wirklich nicht. Aber es hat hier in Stardew Valley einfach die schönste Musik, wie ich finde. Ja, ist das wieder irgendwas aufgeploppt? Spontan ist hier Käse und Mayo entstanden. Also reite mit. Und hier zack, zack. Du bedauert man es dann ein bisschen, dass man nicht die Tierprodukte genommen hat, dass die mehr wert sind. Aber ich finde persönlich die 10% mehr Hofpflanze wichtiger. Wir haben auf jeden Fall im Winter dann schon ein relativ regelmäßiges Einkommen durch unsere Tiere. Und ich sollte vielleicht auch nicht verpassen, nochmal zu angeln im Herbst. Dass wir da vielleicht auch mal bei Regen nochmal angeln gehen. So. Dann hier. Ja, die Süßkartoffeln sind, ach, nicht verkehrt. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch für unsere Herbstsammlung. Aber die Qualitätssache habe ich eigentlich alle schon. Ich wollte dann auch lieber den Mais als Qualitätspflanze reingeben, weil die Kürbisse sind schon verdammt viel wert und es ist Abigails Lieblingsgeschenk. Deswegen wäre das nicht verkehrt, wenn ich von dem mehr hätte. So, da, zack. Und weiter geht's hier auf dem Feld. Sobald der Kürbis reif ist, hämmer sie dann ach. Na, das mal ist nur sehr wenig zum Abernte, wie ich sehe. Nur 4 Maispflanzer sind das mal in der Lage, uns ein bisschen was zu geben. Sodela. Oh, ich wollte eigentlich um 9 Uhr schon bei Mani auf der Matte stehen, aber na, Mist. Da ist man dann so drin im Bubble und im Feld gieße, dass man doch gar nicht mit dran denkt. So. Okay. Aber ich hoffe, die End wird heute definitiv noch wo. Komm schon. Oh, für die 3 Felder. Verflixt. So. Ja, genau, Leverwurst. Wow. So. Dann jetzt aber nichts wie mit uns zu Mani. So rum. Weil ich möchte mir definitiv mein Endnet entgehen lassen. So, da. Und dann mit uns. Ich hoffe, die hat noch auf die Gutfrau. Und dann könnte man vielleicht auch heute noch ein bisschen was sammeln gehen. So. Und, jawohl, da ist er doch. Und der Bäuermeister ist auch natürlich da. Tierekarfe, ich will eine Ente. Nein, die kostet 4000. Verflixt. Eieieiei, da müssen wir wirklich stark sparen auf die Ente. Oh je, oh je, oh je. Das heißt, nachdem wir jetzt für die ganze Herbstsaat gespart haben, müssen wir als nächstes auf die Ente sparen. Ich habe gedacht, die kostet 1000 oder so. Heidewitzka, ganz schön teuer, die Viecher. So sammeln finden wir jetzt hier leider auch nichts. Reisewaage ist auch nicht da. Ist vielleicht auch besser so, weil der Reisewaage ist ganz schön teuer. Da hat man auch wirklich im Sommer nochmal hier richtig die Lücke reingerissen. In mein Budget. So, Moment. Ah ja, Kuhvergnügen. Das war ja die Quest. Genau. Aber alles kein Thema. Alles absolut kein Thema. So, bewässert ist alles. Dann geht's nochmal hoch mit uns. Ah ja, Honig haben wir auch wieder. Honig ist immer gut. Mayo können wir noch irgendwie produzieren. Und Käse. Sehr schön. Ich glaube, das hätte ich woanders hinsetzen müssen. Vielleicht kann ich im Winter nochmal umsortieren und die Felder ein bisschen zurücksetzen. Schauen wir mal. Also im Winter wäre ich, falls ich kein Gewächshaus habe, wäre ich im Winter verflixt viel zu tun habe. Und deswegen sollte ich gucken, dass ich im Winter geschäftig bin und möglicherweise die Tiere einfach mal mehr Platz biete. Und dann vielleicht auch ein bisschen Gras vor ihrem Stall hier aussehe. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Schauen wir mal gerade, wie viel im Silo ist.
Okay, 141 haben wir noch mehr als genug. So, schwierig wird es erst im zweiten Jahr, wenn das ganze Heu oder das ganze Gras nicht nachwächst, richtig. Oder nur sehr spärlich nachwächst und was dann braucht. So, zum Sammeln haben wir jetzt hier leider auch nichts. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich sollte vielleicht noch einfach eine Runde angeln gehen. Das wäre wohl nicht verkehrt. Ja, ein bisschen Energie haben wir auf jeden Fall noch. Und nichts zu sammeln, das ist echt traurig. Ohne Scheiße, liebe Leute, das ist schon ziemlich traurig. Wenigstens ein verlorenes Buch haben wir noch gefunden. Yay. Aber es ist schon irgendwie etwas traurig, dass es hier nichts zu sammeln gibt, gerade auf dem Weg. Hier vielleicht? Gerade mal gucken. Aubergine, Kürbis und Süßkartoffel brauchen wir dort dafür. Aber ich wollte in den Handwerksraum. Gewöhnlicher Pilz, Wildpflaume, Haselnuss, Brombeere. Ah, Wildpflaume finden wir hin und wieder ja mal in der Höhle, genauso wie Brombeere. Okay. Nix. Schade, schade, schade. Bitter, bitter für uns. Dann schmeiße ich halt mal Angelrei. So. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Ob möglicherweise noch ein paar Herbstfische hier für uns sind. Und, oh, komm her, du. Es ist ein Zwergwels. Ja, haben wir schon mehrfach gehabt. Gucken wir mal, was hier noch gibt. Ich sollte vielleicht auch mal an Flüsse noch mal mehr angeln. Es bietet sich bei Manis Ranch danach an. So, ich will aber den Schatz noch mit haben. Und ein Forellenbarsch. Und in der Truhe ist eine Geode. Okay. Vielleicht sollte ich auch wieder zu der Ranch zurück, also zu unserem Hof und dann zu Manis Ranch mal gehen und dort am Fluss ein bisschen angeln. Ja, vielleicht auch nicht verkehrt. Findet man meistens auch ein bisschen mehr und bessere Fische, als wenn man im Dorf angelt. So, ja, die Fische können wir auf jeden Fall verkaufen. Das war im ersten Jahr, wo ich im Winter war und das Gewächshaus noch nicht gehabt habe in meinem Probespielstand, habe ich mich im Winter meistens mit meinen Tierprodukten und mit Fische über Wasser kalter. So, Della, sind die wieder im Stall? Natürlich sind sie das. Gut, dann machen wir zu. Und hier höchstwahrscheinlich ach, aber sicher ist sicher. Jawohl. Gut, dann sparen wir jetzt auf jeden Fall auf der Enter. Gut, Alter. So. Mario kommt ach rein. Und wir gehen wieder runter Richtung Manis Ranch. Das Gebiet. Und schau mal, was wir da noch angeln können. Hier diese Teichfische, die man bei uns aus dem Hof ziehen kann, sind jetzt nicht so besonders toll. Ich glaube, wenn man einen Fluss, oder generell wenn man so einen Wasserhof hat, in Anführungszeichen, fließt da auch ein eigener Fluss durch, wo man sich solche Flussfische noch angeln kann. Aber wir gucken jetzt mal hier am Fluss, was wir hier angeln können. In der Karte müsste man das eigentlich auch sehen können. Genau, das ist hier der Fluss, der auch durch Pelikan geht. So. Gucken wir doch mal, was wir hier im Herbst aus dem Fluss ziehen können. Und das auch noch ovens. Ja, toll. Eine Grünalge. Mmh. Okay, zwitschert das rein. Da reicht so fast wieder, falls wir mal die Angel auswerfen. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das heißt, irgendwas wird vielleicht doch noch abbeißen. Schauen wir mal. Ach Gott, jetzt krölt aber mein PC. Ich hoffe, ihr hört es im Hintergrund nicht so stark. Ups, ne, das kann jetzt nicht so ein toller Fisch sein. Der ist nicht besonders wehrhaft. Der lässt sich relativ leicht angeln. Und es ist ein Kaulbarsch. Ja, immerhin können wir damit wieder ein bisschen Zusatzkohle verdienen. Ich finde es nicht schlecht, weil wir brauchen das Geld einfach. Ich wollte auch noch gucken, Moment, was brauchen wir denn für den Blitzableiter? Eisenbahn verfeinert das Quarz. Ah, wir können so Ding basteln. Sehr schön. Da muss ich jetzt zurück, das will ich nämlich heute auf jeden Fall noch basteln. Blitzableiter sind einfach unglaublich praktisch. Verfeinertes Quarz. Eisenbarren und Fledermausflügel. Ja, perfekt. Ich glaube, den Scheiß habe ich nämlich wirklich auf Cover. So, dann gehen wir nochmal noch rein. Und die Grünalge sollte ich auf jeden Fall auch noch irgendwo aufheben, falls man die wieder für Daily Quest oder so brauchen. Habe ich die zufällig do auf Cover? Da-dum-da-dum. Nee, anscheinend nicht. Aber ich könnte sie do auf Cover haben. Jawohl. Da
kommt das Ding durchrei. So, ich brauche Eisenbarren, verfeinertes Quarz und NC345. Reicht sogar noch für ein zweiter. Perfekt. So, Blitzableiter Numero Uno. Dann stellen wir das Ding dann hier. Sollte auf jeden Fall etwas abseits stehen, damit das nicht allzu viel Ei schlägt. Aber warte mal, ich glaube, die stelle ich do irgendwo in die Richtung. Do juckt's keiner. Ich meine, do sind wir zwar am meisten aktiv, das stimmt schon. Aber ich will die Dinger ja nicht irgendwo hier stellen, wo wir sonst ständig auf die Schnut kriegen. Ich denke, das ist die ideale Reihe hier, um Blitzableiter aufzustellen, um Batterie zu machen. Machen wir das doch so. Da holen wir das gerade noch einmal. Brauchen wir auch nur einer. Und 1, 2, 3, 4, 5. Dann bascht man nämlich gerade noch einer. Da haben wir fast nächste Gewitter im Herbst. Haben wir definitiv hier schon zwei Dinger, die uns Batterie generieren. So, das können wir doch perfekt hinstellen. Ich muss gerade noch gucken, was wir sonst schon machen können. Webstuhl brauchen wir gerade nicht. Saatguterzeuger können wir noch gar nicht machen, weil uns das Gold einfach derzeit fehlt. Schmelzofen ist Quatsch. Die Ölpresse ist derzeit auch Quatsch zu machen. Ach Gott, PC, gib mal Ruhe. Zapfhahn, Einmachglas, da brauchen wir Gold, Iridium und Batterie. Für die Batterie haben wir jetzt schon gesorgt. Dann Treppe. Nee, das brauche ich. Das kann ich nur in der Gedöns gebrauchen. Kann ich nur in der Mine gebrauchen. Ah, Dodofu könnte man noch. 4 Holz und 3 Eisenbarren. Das ist gut. 4 Holz und 3. 40 Holz war das, oder? 40 Holz. Ja, 40 Holz und 2 Eisenbarren. Halte mal den Gaul an und nehmen wir hier und 2 Eisenbarren. Machen wir gleich mal 2 Krabbereuse da draus. Warte mal, einer fehlt noch. Machen wir nämlich gleich 2 davor. Ah, 3 Eisenbarren. Ach du Liebezeit. So. Dann machen wir hier nämlich 2 Stück draus. Holz kann zurück. Und hier können wir uns dann nämlich auch nochmal täglich was holen. Wir können bestimmt auch Köder basteln, oder? Genau, da brauchen wir Käferfleisch dafür. Haben wir einen Scheiß auch auf Kurve Käferfleisch? Bin mir nicht so sicher. Ja, Hämmer. Perfekt. Da können wir doch gleich mal ein paar Köder herstellen von dem blöden Käferfleisch, was wir da haben. Und das heben wir uns jetzt auch täglich in unserem Inventar auf. So. Das haben wir jetzt einfach mit dabei. Weil das Zeug müssen wir durch reinlegen. Okay, dokili. Perfekt. Schauen wir mal, ob morgen eventuell schon eine Vieh drin hängt. Weil sobald in der Krabbenreuse eine Krabbe drin sein sollte, können wir hier beenden. Beziehungsweise können hier von den Viecher vielleicht schon Schnecke und so noch was fangen. Schauen wir doch einfach mal. Aber ich stehe jetzt Sache, ihr liebe Leute. Die Episode heute ist mal wieder vorbei. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann Elliots Geburtstag am 2. Tag hier feiern. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.